denn es geht jetzt so gerade los, liebe Zuschauer. Jawohl, das ist der Start. Florosa Marie startet. Renschen übertreibt jetzt schon mal am Heck und Horak biegt rechts ab. Vorne Florosa Marie, dann Schwinnen dahinterher und dann schickt der Herr Renschen den Jakob Kubicki geliefert. Das wird er sich merken. Jetzt ist er angesäuert, aber bis oben hin der Jakob Kubicek. Und jetzt macht er sich auf die Jagd. Gewissern Sie sich davon, liebe Zuschauer. Jetzt lädt er komplett durch. Florent Tavani führt, der Fast and Speed Werksfahrer aus Frankreich. Stube guckt zu und weint. Ja. Ja, auch ein bisschen, ne? Aber sein Vorne an der Spitze. Diese Dreiergruppe aus Tavani, Schwinnen und Grenzsch ist ein wenig ab. Und in der Schikane knallt es irgendwie mit Marcel Bleicker, der jetzt auf den vorletzten Platz durchgereicht wird. Wie sieht's vorne aus? Ja, der Abstand bleibt so ziemlich leicht. Ich glaube, Kubicek. Was ist denn das für ein Typ? Das darf doch nicht wahr sein. Der war noch nie in Selo und geigt hier auf, als wenn der hier schon 300 Meter gerät hätte. Wahnsinn. Oh, Grenzschitz macht einen Fehler. Hat Glück gehabt, dass er da nicht abgeflogen ist. Da ist er in ein Loch gekommen, da hat sie ihn ausgehebelt. Aber jetzt ist er schon wieder dran. Schwinden fährt nicht zu diese. Oh, Schwinden holt sich einen Platz. Schwinden hat einen Plattfuß und Grenzschitz dreht sich. Auf der 3. Grenzschitz hat auch eine Platz. Uiuiui, ja, die Strecke fordert sie nicht. Also, wenn der Stettiner das mitkriegt, dann muss der alles ansetzen, hier vielleicht noch auf die 2 zu fahren. Ja, ich meine, bei Peters Autosport fahren sie auf jeden Fall haltbare Autos, aber auch das reicht. Bis zum Ende, das weiß ich nicht. Und damit hat einer natürlich jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Florent Tavani fährt allen auf und davon. So, und der Kubicek kommt vorbei. Jetzt ist der Tina aber dran. Fährt der Ladislav Stettiner hier auf einen sensationellen zweiten Platz? Das wäre der Hammer, liebe Freunde. Das wäre der Oberhammer. Kubicek jetzt wieder leer. So, Florent Tavani lässt nichts anbrennen. Zwei Runden noch. Vorletzte Runde. Oh, da gibt es einen Überschlag zwischen Schwinnen und Stettiner. Und da kommt das rote Tuch, rote Flagge, Red Flag, rote Flagge.